Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr merkt, ein anderes Setup und zwar kommt etwas Neues. Na gut, mein Kanal ist eh noch nicht so alt. Aber es kommt etwas Neues. Und zwar habe ich euch ja erzählt, dass ich eine Harry Potter Hermine Fanfiction schreibe. Und ich habe diese Videos jetzt auf diesem Hauptkanal runtergenommen und werde jetzt diese Videos hier hochladen. Ich habe die gemacht wie so ein Podcast damals mit nur so einem Bild und das war's dann. Aber ich habe jetzt Lust, so ein bisschen Stimmung reinzubringen. Und das ist jetzt meine Geschichtenkulisse mit einer Kerze. Man erkennt es noch nicht, aber wenn sie brennt, erkennt man es hoffentlich ein bisschen. Und da werde ich jetzt einfach die verschiedenen Kapitel noch einmal wiederholen und dann die Geschichte weiterführen. Ist vielleicht auch dann für die neuen Abonnenten interessant, die die Geschichte auch schon mal gehört haben. Dann hört ihr sie auch nochmal von Anfang an. Und ja, ich hoffe, ich kann euch mit dieser Geschichte erfreuen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Wenn nicht, dann müsst ihr diese Videos ja auch gar nicht anschauen. Aber damit einfach für jeden was dabei ist. Und Geschichten schreiben ist auch meine Leidenschaft, also sollte es auch auf meinen Kanal. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Hermine und Harry, Kapitel 1. Ein weiteres Jahr in Hogwarts begann. Hermine und Ron saßen sich fest umschlingend im Gryffindor-Gemeinschaftsraum, gegenüber der berühmte Harry Potter. »Okay, Leute, übertreibt es mal bitte nicht«, sagte Harry angeekelt. »Ach ja, neidisch, weil du keine Freundin hast. Nur weil es mit Ginny und dir nicht geklappt hat, heißt es ja nicht gleich, dass du uns den Spaß verderben musst.« Hermine schreckte auf und stieß Ron weg. »Ronald Weasley«, fing sie in einem strengen Ton an zu reden. »Was ist eigentlich mit dir los, Ronald? Lass Harry in Ruhe, du weißt ganz genau, dass er sie geliebt hat.« Ron stand genervt auf und ging zu dem brodelnden Wasserkocher, den er sich vorhin auf den Herd gestellt hatte. »Boah, könnten wir bitte mal einen Themawechsel machen? Schließlich ist es schon mega spät und wir müssen noch die Hausaufgaben für Snape erledigen.« »Boah, Harry.« Ron tauchte einen Teebeutel mehrmals in die mit heißem Wasser gefüllte Tasse. »So schlimm, wenn wir einmal keine Hausaufgaben erledigen.« »Also, ich gebe Harry recht, Ron. Oder hast du schon wieder Lust, nachzusitzen?« Ron musste nachgeben. Zusammen setzten sie sich an den Tisch und erledigten die viel zu schweren Hausaufgaben von Snape. Als sie nun endlich fertig waren, waren sie ziemlich erschöpft. Harry und Ron ratschten noch ein wenig in dem jungen Schlafsaal, bevor sie tief und fest schliefen. Hermine lag jedoch mit offenen Augen in ihrem Bett und konnte einfach nicht schlafen. Sie dachte nach. Über Harry. Sie hatte unglaubliches Mitleid mit ihm, da sie genau wusste, wie sehr Harry Ginny geliebt hatte. Am nächsten Morgen saßen Harry und Hermine an dem Tisch der Gryffindors in der großen Halle. Ron lag anscheinend noch im Bett. Genüsslich aßen beide einen getoasteten Toast. »Wo ist eigentlich Ron? Er verpasst das Essen nie!« Da hatte Hermine allerdings recht. Rons Leidenschaft war Essen. Er konnte es den lieben langen Tag machen. Harry lachte und meinte mit vollem Mund, was Hermine natürlich gar nicht gefiel, »Naja, wenn er verschläft, wecke ich ihn zwar meistens, aber heute habe ich es mal gelassen.« »Hör auf, mit vollem Mund zu sprechen!« »Also, Hermine, sei mal ein wenig netter zu ihm. Wir sind Männer, wir müssen sowas machen.« Verdutzt drehten Harry und Hermine sich um. Es war eine altbekannte Stimme, ziemlich tief und rau. »Hagrid!« brüllten die zwei Teenager überrascht. »Was machst du denn hier?« fragte Hermine glücklich, während sie ihn umarmte. »Muss was Kleines mit Dumbledore besprechen. Nichts Wichtiges.« grinste Hagrid und ging zu dem Lehrertisch vor, an dem Dumbledore gerade genüsslich einen Schokomuffin verdrückte. Direkt nach dem Frühstück hatten sie eine Zaubertrankstunde bei Professor Snape. Zusammen gingen Harry und Hermine zum Klassenraum, doch kurz bevor sie ankamen, packte Harry Hermine am Ärmel und zog sie in einen Kloraum. Hermine musste sich erstmal von dem Schreck erholen. Gerade wollte sie anfangen zu fluchen, doch Harry stiegen die Tränen in die Augen. Er setzte sich auf den Boden, vergrub sein Gesicht in den Armen und schluchzte. Hermine war mit der Situation komplett überfordert. Schließlich setzte sie sich neben Harry und legte ihren Arm über seine Schultern. »Harry, was ist denn auf einmal los? Du warst doch gerade noch so gut drauf.« »Hermine«, schluchzte er, erhob seinen Kopf und sah Hermine mit komplett verheulten und roten Augen an. »Danke, dass du immer für mich da bist, vor allem jetzt in der Situation mit Ginny. Du bist die beste Freundin, die man sich nur vorstellen kann.« »Aber deswegen musst du doch nicht weinen«, meinte Hermine, jedoch geschmeichelt von seinen süßen Worten. Er zögerte einen Moment lang. »Ich kann nicht länger so leben mit dieser Lüge. Ich habe keinen Liebeskummer wegen Ginny. Ich kann Ron und dich nur nicht zusammen sehen, weil...« Doch auf einmal kam jemand ins Klo. Harry Potter und Hermine Granger. »Professor Snape«, sagte sie geschockt. »Darf ich Sie beide fragen, was Sie hier auf der Lehrertoilette auf dem Boden sitzend machen?« »Harry geht es einfach nicht so gut, Professor.« »Aha.
Dann reißen Sie sich gefälligst zusammen, Potter, da ihr schon mal hier seid. Wisst ihr, wo Weasley ist? Oh nein, Ron, den haben Sie ja komplett vergessen. Snape hatte keine Lust mehr auf die beiden und befreite sie vom Unterricht mit dem Nachteil, dass jeder von ihnen 10 Punkte Abzug bekommen hatte. Ron auch, obwohl er nicht einmal anwesend war. Komplett still gingen sie nebeneinander die Treppe zu dem Gryffindor-Gemeinschaftsraum hoch. Im Jungschlafraum lag er schließlich. »Ronald Weasley!« Schon wieder brüllte Hermine ihn an. »Hm? Was?« Ron schrak hoch. Hermine war es jetzt ziemlich egal, dass er geschlafen hatte. Sie wollte ihm unbedingt erzählen, was Harry zu ihr auf der Toilette gesagt hatte, doch der Blick, den Harry Hermine zuwarf, sagte alles. Hermine hielt inne, drehte sich wortlos um und ging. Ron und Harry gingen ihr hinterher. Hermine saß auf der Couch vor dem Feuer und Ron setzte sich zu ihr. »Och Mann, Hermine, es tut mir doch leid. Du weißt doch, wie ich mit Schlafen bin. Ich liebe dich doch.« Bei diesen Worten drehte Harry, der mit dem Rücken zu Hermine stand, sich plötzlich um. Warum auch immer, aber Harry hatte jetzt schon wieder Tränen in den Augen. Er rannte so schnell es ging zum Vertrauensschülerbad, damit es niemand bemerkte. Hermine hatte es jedoch bemerkt, stand auf und wollte ihm gerade nachgehen, als sie doch noch einmal stehen blieb und sagte, »Ich dich auch, Ron. Leg dich doch lieber wieder hin, wir haben heute sowieso keinen Unterricht mehr.« Sie gab ihm einen Kuss und ging. Auf dem Klo angekommen, sah sie Harry dastehen. Er wischte sich die Tränen wieder ab. Hermine ging zu ihm und umarmte ihn. »Was ist los, Harry?« Sie bekam ihre Antwort nicht so, wie sie es erwartet hatte. Er kam immer und immer näher. Hermine wollte ein paar Schritte zurückgehen, konnte sich jedoch aus irgendeinem Grund nicht bewegen. Umso näher er kam, umso heißer wurde ihr. Ihr Atem wurde schneller. Harry blieb kurz vor ihr stehen. Hermine stockte der Atem. »Harry...« Sie war sich unsicher, was er vorhatte, doch auf einmal küsste er sie. Hermine zog ihren Kopf sofort weg und starrte ihn geschockt an. Oh Gott, es tut mir so leid, Hermine. Harry, ist es das, was du mir vorhin sagen wolltest?« Harry nickte, während er auf dem Boden sah, da es ihm so peinlich war. War es ein Fehler, dass er sie geküsst hatte? War nun die Freundschaft zerstört? Was war mit Ron? Harry strömten zu viele Gedanken durch den Kopf. Vor lauter Gedanken merkte er gar nicht, dass Hermine schon längst weg war. »Oh nein!« »Hoffentlich geht sie nicht zu Ron«, flüsterte Harry in sich hinein. »Potter, na, schon fertig mit dem Quidditch-Training«, sagte eine Stimme gehässig. »Malfoy, was tust du hier bitte in dem Vertrauensschüler...« Harry brach mitten im Satz ab. »Das Quidditch-Training, das war eines der wichtigsten der letzten Wochen und er, ausgerechnet der Sucher von Gryffindor, war nicht anwesend. Wie sollte er das Wut erklären? Der Trainer von den Gryffindors war sowieso immer genervt, wenn Harry irgendeinen Mist baute.« »Potter...« Harry hasste es, wie er seinen Namen aussprach. »Schon wieder das Training verpasst? So wirst du niemals gegen mich ankommen.« Draco Malfoy war nämlich Sucher im Quidditch, einer der besten, kurz nach Harry. Harry war mit allen anderen Suchern aus Hufflepuff und Ravenclaw befreundet, doch mit Malfoy befreundet sein? Niemals. Er war ein Slytherin und beleidigte ihn und seine Freunde immer wieder. Harry als Narbengesicht, Hermine als dreckiges Schlammblut und Ron als Rotschopf. »Was geht dich das an, Malfoy?« meinte Harry, drehte sich um und ging. Hinter sich ließ er einen verdutzten Malfoy. Es war schon Abend. Harry rannte zurück in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum, wo er, kurz nachdem er das Porträt der fetten Dame geöffnet hatte, Ron und Hermine sah. »Ah, Harry, hab mich schon gefragt, wo du bleibst. Hermine hat mir alles erzählt.« Harry blieb ruckartig stehen und bekam Schweißausbrüche. »War es wahr? Hatte Hermine Ron es erzählt?« Dafür war Rons Gesichtsausdruck ziemlich passend. »So traurig.« »Komm her«, forderte Ron Harry auf. Er setzte sich neben ihn auf die Couch. Es herrschte angespannte Stille in dem Raum. Man könnte jetzt eine Stecknadel hören, wie sie auf dem Boden fiel. Dann öffnete Ron seinen Mund.